Das hier sieht aus wie eine Szene aus Star Wars, aber diesen Laser gibt es tatsächlich, und zwar hier bei uns in Deutschland. Er befindet sich in einer seltsamen, eingezäunten Anlage. Was es damit auf sich hat, wir sind einfach mal hingefahren. Im Süden von Deutschland, ganz nah an den Alpen, soll der Laser stehen. Hoch oben auf einem Hügel, dem Hohen Peißenberg, gut versteckt in einem Waldstück. Wir machen uns auf den Weg. Auf dem Foto ist eine Radarkuppel als markanter Punkt zu sehen. Ob Laser und Radar irgendwie zusammenhängen? Und hier ist er schon, der Radarturm. Wir sind richtig. Doch wir kommen nicht ran an den Turm. Das komplette Areal ist gut gesichert. Überwachungskameras und die Regierungsflagge. Handelt es sich um eine Einrichtung des Militärs? Aber vielleicht können uns ja Passanten weiterhelfen, denn der Hohen Peißenberg ist ein beliebter Aussichtspunkt. Also den Laserstrahl habe ich noch nie bewusst gesehen. Nein? Also da hockt einer dahinter mit seinem Laserpointer. Das ist schwierig. Das ist wie Laserschwert. Ich würde irgend sagen, irgendein Positionslaser für Gott. Irgendeine Weltraumstation oder keine Ahnung. Keiner kennt den Laser. Und auch von oben gibt es nicht die geringste Spur von einem Laserstrahl. Doch wir finden heraus, es handelt sich um eine Station des Deutschen Wetterdienstes und vereinbaren einen offiziellen Drehtermin. Und zwar mit dem Leiter des Laserprojekts. Dr. Werner Thomas. Das ist bei uns, das ist beim Deutschen Wetterdienst, das ist ganz genau richtig bei mir. Das Bild ist gut montiert. Bei Tag sieht man ihn nicht, aber ich kann Ihnen zeigen, was wir jetzt bei Tag vom Laser tatsächlich sichtbar machen können. Dazu müssen wir aber runtergehen. Okay. Hat der Laser etwas mit der Wettervorhersage zu tun? Dr. Thomas führt uns in das sogenannte Messfeld. Hier stehen Geräte, die Daten für die Wettervorhersage liefern. Und endlich, hinter einem zusätzlich eingezäunten Areal, der Laser. Sie sehen schon, es ist nichts zu sehen, kein Strahl. Der ist eben unsichtbar aufgrund des starken Sonnenlichts. Aber um ihn jetzt sichtbar zu machen, da brauchen wir unseren Laserschutzbeauftragten dazu, weil das wäre jetzt auch für uns beide zu gefährlich. Obwohl der Laser bei Tag unsichtbar ist, würde er die Netzhaut der Augen zerstören, wenn man ohne Schutzbrille direkt in den Strahl blickt. Und tatsächlich, auf einem weißen Blatt Papier sieht man den Laser auch bei Tag. Aber wozu braucht der Wetterdienst überhaupt so ein Gerät? Auslöser für den Kauf war die Vulkanaschekrise in 2010. Da hat man erkannt, dass man mit Lasergeräten natürlich Vulkanasche vermessen kann. Und nachdem der DWD ja zum Beispiel für Luftraumsperrungen verantwortlich ist, müssen wir natürlich auch messen können, wie viele Partikel in welcher Konzentration in der Luft vorhanden sind. Und das war eben der entscheidende Punkt, dieses Lasermessgerät hier anzuschaffen und aufzustellen. Nach dem Vulkanausbruch auf Island verteilten sich Ascheteilchen über halb Europa. Wochenlange Flugverbote waren die Folge. Mithilfe des Lasers am Hohen Peißenberg können Computer die Konzentration solcher Partikel nun viel genauer bestimmen. Damit erhöht sich die Flugsicherheit, denn die Ascheteile sind gefährlich. Warum, das erfahren wir noch. Jetzt wollen wir endlich den Laserstrahl sehen, aber das geht ja nur nachts. Also warten wir auf die Dunkelheit. Und da ist er. Ganze 15 Kilometer strahlt er in den Himmel. Aber wie funktioniert er? Der Laser sendet ein starkes Lichtsignal in die Atmosphäre. Wenn dieser Lichtstrahl auf Partikel in der Luft trifft, zum Beispiel auf Vulkanasche, dann reflektieren diese Partikel einen Teil der Strahlung zurück zum Gerät. Dort ist ein Spiegelteleskop eingebaut, das die Streustrahlung auffängt. Für die Auswertung ist dann entscheidend, wie lange braucht das Licht, bis es wieder auf das Spiegelteleskop trifft und wie ist die Intensität und Wellenlänge des zurückgestreuten Lichts. Im Innern der Wetterstation zeigt uns Dr. Thomas die Daten, die der Laser ermittelt. In einem Diagramm ist zu sehen, wie viele Partikel in der Luft sind, bis in eine Höhe von 15 Kilometer. Heute gibt es keine gefährlichen Teilchen. So sieht also ein unauffälliges Ergebnis aus. Wäre Vulkanasche in der Luft, dann sähe das Monitorbild dagegen ganz anders aus.
Vereinfacht gesagt, sehr viele rote Stellen im Diagramm, die Vulkanasche darstellen. Diese Abbildungen sind für die Experten die Grundlage dafür, ob ein Flugverbot nötig ist oder nicht. Doch warum ist Vulkanasche überhaupt so gefährlich für Flugzeuge? Die Gefahr kommt daher, dass die Vulkanasche die unangenehme Eigenschaft hat, in den Flugzeugturbinen aufzuschmelzen, aufgrund der hohen Brenntemperaturen in der Brennkammer. Und dann bildet sich an den Innenwänden der Turbine ein glasartiger Überzug und der sorgt dafür, dass die Sauerstoffzufuhr unterbrochen wird, mit der Folge, dass das Triebwerk ausgeht. Und ein Flieger ohne Triebwerk, der kommt meistens nicht mehr sehr weit. Also da wird es dann richtig gefährlich. Da wird es dann richtig gefährlich, genau. Und es gab einige Fastabstürze in der Vergangenheit durch Vulkanasche in den Triebwerken. Der Laser vom Hohen Peißenberg trägt also in solchen Fällen entscheidend dazu bei, dass Fliegen auch dann noch sicher ist. Und das, obwohl er bei Tageslicht gar nicht sichtbar ist. Huch, hier sollte der aber gar nicht stehen. Mensch, alles muss man selber machen. So. Freunde, jetzt könnt ihr aber abonnieren. Ja genau, jetzt hier draufklicken, es gibt Neues aus der Galileo-Welt.